Willkommen zurück in der dunklen Höhle bei The Forest. Wir sind tief verschollen in der Höhle, haben jetzt aber den Rückkraftbogen. Jawohl. Und einen Haufen Pfeile, muss ich sagen. Ich habe auch schon den Köcher gecraftet. An der Oberfläche noch. Aber hinten war ja nichts mehr, ne? Nee. Nee, nee. Das ist halt so eine Loot-Sackgasse. Gut, dann tauchen wir erstmal wieder durch und dann gehen wir erstmal wieder zurück und gucken uns die anderen Wege an, die wir noch nicht hatten. Ich glaube, zwei waren es. Ja. Nochmal eruieren, welches das war. Das ist dann auch das neue, die neue Kass eine Videokassette angucken. Fischies. So, da hinten ging es zum Finale. In der Richtung. Nee. Dann doch nicht. Nee, weil hier ist der Sackgasse, okay, ich stehe jetzt gerade. Alles ein Weg für uns. Wir können ja am Rand lang gehen und gucken und mal alles abchecken, aber wenn wir den Weg gehen, sollten wir ja relativ schnell merken, ob wir den schon mal gegangen sind. Genau, der führt jetzt nämlich zur finalen Höhle. Das wollten wir nicht gehen. Wenn du den Pendeckel folgst. Ja. Also da nördlich halt ganz oben die Höhle ist das oder was? Ja. Okay, ja. Nee, dann sollten wir da nicht hin. So, hier kam ursprünglich. Hier gab es halt auch noch einen Weg. Ding ist wieder nachgewachsen hier. Das führt ja auch nach Norden, aber dann rechts rum oder was? Richtung, wo steht da? Sink. Genau, Sinkhole ist das nämlich, Sinkhole Cave. Und da geht's zum Finale, deswegen nordostlich. Da siehst du ja, das sind zwei Höhlen miteinander verbunden. Und die zweite Höhle, die dann hier anfängt, ist die Finalhöhle. Und wir kamen ja aus Süden. Oder kamen jetzt gerade, ja. Wir kamen von dem Exit da oben. Die überlappt Lars, deshalb. Die Karte überlappt, der teilt sich doppelt. Ach so. Hier sind wir also schon richtig. Weil das ist die große Höhle und da gibt's angeblich eine Abzweigung, aber die sind wir ja vorbeigelaufen. Ey, diese Map ist kaputt. Ja, es ist echt schwierig, so in den Höhlen zu navigieren. Hier können wir nicht erst hier getaucht sind. Die sind eigentlich nur einmal getaucht. Wir müssen ja auch nicht tauchen. Weil wir hatten einmal das Seil, was wir noch abgehen wollten, was ihn ganz anders hingeführt hat. Ja, dann kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, an die ganzen Plus. Von hier kamen wir aber, guck. Er muss ja, weil es ja alles aufgedeckt ist, aber irgendwie kann ich mich gerade nicht an die Buchseiten erinnern.
erinnern. Nee, guck, wir sind falsch. Hier geht's zum Ausgang. Aber wo geht's dann links lang? Da ist ja nur das Loch zum Garn durchgucken. Ach ja, schon. Ich sag ja, das ist voll verwirrend irgendwie. Aber da hinten doch am richtigen Weg. Okay. Also, wieder zurück. Ist noch verwirrend, diese Höhlen. Genau, da geht's zur Sinkhole Cave. Aber aber dann müsst ihr doch trotzdem noch hier nach Norden. Sag ja, der hat über Lappen gemalt, das halt. Ja, ja. Gold, ja. Ja, das hier ist das Loch dann. Ja, ist halt echt, also man erkennt das nicht, dass das überlappen soll. Dann kamen wir doch aus der anderen Linksseite. Sind dort durch so einen dünnen Torbogen, sag ich mal, jetzt hier in die Haupthöhle gekommen. Dann wurden wir von allen Seiten angestürmt. Und uns dann auf den Felsen daneben gestellt. Das war der Eingang, deswegen dachte ich, das war hier. Fragst mich Sachen, ey, die sind halt schon eine Woche her. Yeah, kamen wir her, genau. Was ist dann da hinten für ein Weg? Gut, dann checken wir den Weg da hinten. Dann ist der ungecheckt. Könnte man nur straight nach unten tauchen. Immer weiter geradeaus. Ah, okay, hier sind noch Leute, genau. Guten Tag. Oh, sind das viele? Alles angezündet, außer die Gegner. Ich geh mal auf die andere Seite. Ja, er hat seinen eigenen weggeschlagen. Idiot. Mir ist kalt, ich mache mir erstmal ein Feuerchen.
ganze Horde von denen raus, ey. Mhm. Kommen wir alle mit zusammen da runter. She's not dead, she is sleeping. Aha. Da muss mal ein Eimer rote Farbe für mich. Wir müssen ja sowieso gleich wieder direkt ins Wasser. Ist ja doof. Nix. I super dead. Ah, sie hat ja gerade auch eine Sackgasse aus. Wobei. Ja, okay, jetzt ist auch nur Alpha-Wand. Ja, ich kann hier durchgucken. Ja, es sieht nicht so aus, als sollte man damit interagieren können. Hier war jetzt irgendwie nichts, also okay, doch das Dokument. Die rote Farbe. Und ich Gegner. Wirklich. Ja, aber gesagt, die rote Farbe bringt uns wirklich gar nichts, weil um da hinzukommen müssen wir die Jungs kaputt schlagen und auf dem Rückweg müssen wir hier durchs Wasser. Oh, dann tauchen wir mal straight nach unten. Ja. Ist ja auch keine, also dass sie auch wasserlösliche rote Farbe nehmen mussten. Wow, wir sind nichts lauter gerade. Ja, ist halt echt nix. Geht doch nicht weiter runter. Wieder zurück. Los. Naja, aber es ist so spannend hier in der Weg. Wie gehofft. Laut der Map waren wir auch gerade im Nichts, also des Randes. Das ist irgendwie schon sehr seltsam. Ich check das jetzt nochmal ab. Ja, jetzt hat das auch genommen. Okay. Wir kamen von hier. Next.
Alkohol ist ja im Boden noch. Ja, nee. Alkohol. Das ist Kuckloch. Genau, und jetzt gab es da oben noch ein Seil, wo unklar war, wo das hinführt. Das waren ja nur diese parallel. Ja genau, aber hier, das Seil führt ja dann ins Nichts, weil es geht ja nur eins nach unten. Ja, yeah. Ist quasi Verarsche, wenn man den Kletter, wie du gewöhnst, noch nicht hat. Sind zwei Knochen. Wow. Ich dachte, hier sehen Sie noch ein Kunststück. Nee. Meinst du, ich sterbe, wenn ich von hier aus den Körper mache? Ja. Soll ich es trotzdem tun? Nein, ich gehe nicht nur runter, um viel zu leben. Das ist irgendeine lustige Höhle. Fehlt in der Höhle aber auch noch ein Roboterteil, also. Linke Bein. Vielleicht haben sie es über irgendwie übersehen oder. Ja. Frage, welches Seil wir runtergekommen sind. Das drüben oder das hier? Ist da drüben ein Seil? Ja. Yeah. Na, hier die Kletterwand ist. Eins von beiden sind wir runtergekommen, aber ich glaube, ultimativ führen beide eh in dieselbe Ebene. Ja, das eine ist halt tausendmal länger als so, ne? Ja, hier haben wir halt noch mehr Abstufung drin. Ich glaube, auf dem Hinweg sind wir über das lange runtergekommen. Obwohl, ne, hieran erinnere ich mich, glaube ich. Ja, ne, wir sind gekraxelt. Ja. Ja, hier sind wir, ja. Hier waren wir definitiv. Hier ist der Schrittzähler. Ja, genau. Hier war eine Kletterin. Haken.
Seile hinaus. Ja, I don't pick Duish, okay. Ja, wir haben jetzt ein paar Wege wieder. So, aber ist das jetzt das lange so der Fut? Nee, das ist auch ein Abschluss. Warum müssen es hier so viele Seile sein? Hier war nix, genau. Okay. Wo führt dann das riesige Hauptseil hin? Das wäre das andere Seil gewesen gegenüber. Okay. Dann sind wir hierher gekommen, oder? Ultimativ. Hey, sure. Ich weiß es nicht mehr. Geht die Karte da oben ist ja auch aufgedeckt. Nee, guck, hier waren wir noch nicht. Das ist ein Hidden Ding. Hier ist auch noch ein Grundstück. Eine Taschenlampe. Ein Pinsel, den wir jetzt angucken. Geilen Pinsel. Oh, ich kann ihn angucken. Ja. Da will noch einer durchblicken, ey. Aber das hier müsste ja dann die Ebene sein, oder? Hier ist doch Roboter Arm halt nur. Ja. Hm. Ja genau, da kommen wir zu den anderen. Naja, okay, gut. Ist das hier zumindest abgeschlossen? Ja. Hier kamen wir aber dann. Ja, genau. Ja. Ich glaube, war nicht überall. Wo dann das Bein ist, keine Ahnung. Ich würde sagen, aber es fehlt ja trotzdem noch das Bein, ja. Aber ja, das ist halt sehr schwierig zu überblicken jetzt. Wir haben jetzt zumindest den Curved Bow und da war hier das Modern Ding. Das besondere Ding. Ja, muss ich mal dann gucken, welche Höhle wir noch nicht erkundet haben. Wir waren ja ein paar noch nicht drin mit dem Tauchgerät, aber. Mhm. Ja, so viel fehlt uns ja halt auch nicht mehr. Also. Dafür haben wir ja noch einiges zum Tauchen, glaube ich. Gut zu wissen, dass wir in unserer Nähe unsere Butze auch die Haupt-Endhöhle haben. So der Weg zur Endhöhle. Mhm. Ah, endlich wieder Wald. The Forest. Richtig.
Fesselschläge, ey. So, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt den Südosten mal auf der Map noch ein bisschen aufdecken? Also von hier bis nach unten rechts. Ja, können wir machen. Weil da hat er ja noch auch nichts eingezeichnet, der Deep. Also erstmal Richtung Hood und dann den rechten Weg der Insel entlang. Ich kann den Stock mal tragen. Ja genau, wir könnten sollten welche Stöcke noch reinhämmern, die wir haben zu Hause. Ja. Ja, ich hab halt alle. Ja, ich bin voll. Ja, meine ich ja, dass du dann wieder lädst. Achtung, links ist die riesige Patrouille noch. Ist noch nicht wieder abgehauen. Ich glaube. Ich sammle den jetzt schön jetzt. Ich nehme mich auch Samen. Oh, die sind nicht so gut. Ja, die sind Heckenkirschen. Die kann man auch bauen. Mit dem Sammelbeutel. Was machst du in deiner Freizeit? Ich sammle Bären. Ja, gibt schlechtere Hobbys. Bären sind lecker. Ich kann den da in den Sack stopfen, ey. Was? Ich hab schon 20 Stück. Ich lasse mir gleich was anderes. Ja, was möchtest du hier? Wem in den Sack stecken? Heidelbergensis. Können eigentlich gleich pennen, weil es auch Nacht wird. Ja, wenn, oh, Alligator. Wenn wir erkunden, dann... Hast du gesagt Alligator? Ja. Lass mal töten. Brauchen die meinen Kopf noch. Ja, rett mir der. Oh. Alter, ist der Rekordboden OP. Ich habe auch einen Speer reingeworfen. Neues Tier entdeckt. Oh oh. Was ist das? Oh, da ist noch einer. Was ist dein Kopf? Hast du es? Ich hab ihn, ja. Okay. Hast du es vor allem? Hast du es, Kopf? Wie bist hier schnell stockfinster verwirrt? Mhm. Welche Taschenlampe hab, ey? Wie Slenderman. Schnell rein, da ist gerade ein Reh gespawnt draußen. Diese Rehe. So, Mr. Crocodile. Krokodilfleisch aufgehängt. Viele Tiere fehlen uns ja nicht mehr, wa? Ich mach mal die Tarnrüstung. Geh schon mal nicht, Mann. Hab ich schon nie gemacht. Okay. Ja, ja, ein bisschen zu groß eingeschätzt, den Boy. Nice. Ich mach Knochenrüstung, da habe ich 5. So. Ich brauch noch ganze 4 Rehfälle. Ja. Und ganz viel Schwein. Ich glaube, Reh und Wildschwein kann ich dir geben. Hasen fehlt mir halt auch noch, weil die so slippery sind. Slippery, ja. Bei Rehfälle brauche ich auch noch. Für die Wärmerüstung, weißt du, dass wir uns die dann mal demnächst mal in den Norden gehen. Okay, Leute. Ich würde aber sagen,
Wir haben sehr viel Überlängen im Let's Play. Ich muss mal langsam so normale Folgenlänge hier wieder einführen, weil geht ja nicht, dass wir so übelst lange Folgen machen. Deswegen machen wir die klassische halbe Stunde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.